Schauen wir mal. Oh, ich hab ein Dings nicht mitgenommen, Gesu. Halt! Der Eintritt ist beschränkt. Gebt eure Waffen ab und. Ich bin auch beschränkt, das passt. Wenn der Eintritt beschränkt ist, ne? Ich bin auch beschränkt. Keine Einigung zu erreichen. Die Leute hier aufmauten, es dauert eh immer ewig, bis die rauskommen. Also, viel gewinnst du hier nicht, wenn du aufmauntest. So, ich bin ein bisschen überlegen. Ich habe das letzte Mal, die zusammengepult da oben. Ich bin am überlegen, ob ich diesmal das ein bisschen anders mache. Weil ich ja im Endeffekt jetzt kein Ding dabei habe, ne? Hier, kein Boss-Buff, sondern wir haben ja Dings-Buff dabei. Watch your step. Ach, das kann ich nicht desorientieren? Interesting. Okay, das ist natürlich schlecht. Ich dachte, dass ich das weg desorientieren kann. Ich ziehe jetzt mal die Convoke absichtlich nicht. Alter, ich krieg halt richtig auf den Latz. Macht zwei Packs Sinn? Ich soll's nicht tun, aber wir machen's dennoch. Danach pulle ich halt alle einzeln. Was hat mich... Warte mal, hat mich der Bot eine gestunt? Okay, da wird's dann anscheinend nicht auf... Nee, der macht's gerade erst. Irgendwas anderes hat mich eben gestunt. Ah. So 100% habe ich die Mobs noch nicht durchrissen, ich sag's euch. Hol die jetzt mal raus. Watch your step. Das ist immer ein bisschen kacke, die da hinten rauszubringen, ne? Holy moly. Also mit den Orbs ist eher wieder so eine Medium-Angelegenheit hier in der Gruppe. Watch your step. Okay, da haben wir jetzt auch nochmal so ein Ding. Schnell mit dem Mondfeuer sein. Interrupt. Interrupt, sagt er. Machen wir das mal. Ah, wir haben eine Orb in uns drin. Okay, jetzt können wir eigentlich die mal... Es ist eigentlich echt besser. Nee, wir können die hier machen. Das ist alles gut. Ich kann die danach halt eh noch um die Ecke ziehen, falls irgendwas ist. Watch your step. Das Ding ist, sonst habe ich die immer als erstes um die Ecke gezogen und dann die Putt gemacht und meistens laufen die dann nicht gescheit mit, obwohl ich da hinten hinter der Ecke komplett hinten stand, wollten sie trotzdem nicht. Dann hat irgendwer wieder geschafft, weil er es nicht abwarten konnte, die Dings zu pullen. Hier, na, wie heißt's? Die Putt und dann war... Das, die Bescherung groß, ne? Hätte jetzt noch Inka ready. Interrupt. Bin gerade überlegen. Theoretisch brauchen wir sie nicht machen, ne? Dann haben wir früher HT. Ihr wurdet für einen zufälligen Tod ausgewählt. Komm, wir machen es jetzt mal so. Fuck, was kriegt denn hier gerade an Damage? Ich mach den Boss gleich. Und. Na, da kommt es hier wieder nicht raus, ne? Watch your step. Interrupt. Watch your step.
Sieht sie mit dem Heiler-Mana aus. Ganz okayisch. Bis jetzt kann ich jetzt noch nicht motzen. Von der Heilung her. Machen wir den Boss gleich, scheiß drauf. Wer hat den Alarm ausgelöst? Habe ich halt blöderweise für den großen Pull gleich keine Inka. Eindringlinge in meiner Stadt nicht mehr lange. Ihr hättet nie nach Tazavesh kommen sollen, Fremdling. Und da ein bisschen aus der Klinge raus. Lasst die Waffen fallen, sonst konfisziere ich sie. Wir müssen halt aufpassen, dass wir hinten nicht adden, ne? Komm zu mir! Okay, wir haben's. Hören wir, wie laut ihr schreien könnt. Der hat's Verhör. Ihr hättet nie nach Tazavesh kommen sollen, Fremdling. Na komm, ich muss ihn halt rausziehen, scheiß drauf. Sonst konfisziere ich sie. Kann ich ihn halt selber nicht hitten? Weil ich auf der Seite bin ohne Schild, Gedönse. Komm zu mir! Der Boss geht ganz gut runter, also kannst du nicht sagen, wir haben eigentlich relativ guten Schaden dabei. Macht euch darauf gefasst! So, wer hat's Verhör? Oh, lauf doch nicht dahin, wo die ganzen Klingen sind. Weiß ich nicht. Bleibt da auf der anderen Seite. Jetzt habe ich den extra da aus dem Eck rausgepopelt, den Boss. Wird konfisziert. Ihr hättet nie nach Tazavesh kommen sollen, Fremdling. Oh. In ihm ist eine Ding gespawnt, ne? Die habe ich jetzt fast nicht gesehen. Papiere. Bitte. Eine Not. Ich habe jetzt halt nichts ready, aber das wird trotzdem irgendwie gehen. Hoffe ich zumindest. Jo, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Schlaf gut. Ja, mal gucken, wie ich mich noch hier aufregen kann gleich. Wird schon irgendwie werden. Komm, jetzt convoken wir hier noch. What's your step? Können wir die mal alle desorientieren? Muss ich mal wollen. Die nächsten beiden sind auch nicht ganz so. Die Mobs killen, okay. What's your step? Also bis jetzt bin ich mit dem Drill-Teiler zufrieden. Macht seinen Job. Ach komm, jetzt hat er hinter uns ein Ding gelegt. Also sobald die Dinger weiter weg liegen, ne? Wir haben halt einen fucking Hunter, der kann halt mit Autoschuss die eigentlich instant aufhauen. Macht er aber halt irgendwie nicht. Hat er keinen Bock drauf. Warum? Wenn die denn nämlich gar nicht wüten? Oder hat der Hunter die schon runtergenommen? Ich habe letztes Mal gelernt, dass du da einfach runterspringen kannst. Bitte dispel mich. Okay, ein Heiler dispelt mich, das ist schon mal gut. Dann kann ich nämlich den Boss schön rumziehen, weißt du, dann ist das alles gar kein Stress. Bloß wenn ich nicht gedispelt, ich kann zwar, ne, shapeshiften, das geht, aber dann ist halt einfach die Problematik, dass ich halt in der Normalgestalt bin und als Tank willst du halt nicht unbedingt in der Katzen- oder Normalgestalt rumhampeln. Und dich von so einem Mob verhauen lassen, ne? Im Optimalfall. Weiß es nicht, wie viel die Strahlen da an Damage machen. Wie kommt man die Bärenform? Die Bärenform kriegst du über den Mage Tower. Den aktuellen. Oh boy, das wird jetzt scheppern hier.
Wenn hier nicht gekickt wird, ich glaube, da sehe ich mich schön abrauchen. Okay, wir haben bis jetzt alle Casts gekickt bekommen, ne? Also schon im Non-Trash-Wochenhaut, wenn da so ein Cast durchkommt, ganz gut was auf den Sack, sagen wir es mal so. Ne, ich will den machen. Ach, die wollten den, glaube ich, skippen. Ne, sonst geht mir das mit den Prozenten nicht aus. Ist der Magier-Tower für Anfänger machbar? Also, ehrlich gesagt, nein. Also, der Magier Tower ist jetzt nicht ultimativ schwer, aber man soll die Klasse schon ganz gut spielen können. Also, es ist jetzt kein Easy-Content, würde ich jetzt mal sagen. Es ist jetzt nicht unmachbar, ne, aber es halbwegs anspruchsvoll ist er, tatsächlich. Aber wenn ich da ein bisschen reinfuchst, du kannst es so oft machen, wie du willst, ne, dann geht das alles. Also, es ist alles machbar. Fuck, jetzt wäre ich beinahe drin stehen geblieben. Okay, die können wir jetzt langsam mitziehen. Und das Event triggern. Jetzt war meine Inka halt ein bisschen gewastet, würde ich mal behaupten. Kartexys Unternehmung ist profitabel. Also normalerweise kann ich die Tiger hier auch reinpullen, ne? Das würde ich auch normalerweise machen. Das letzte Mal hatte ich es aber so, dass ich die Tiger weitergezogen hat, die Gruppe nicht mitlief. Der eine hat dann irgendwas noch geaggrot, ist dann hier hinten gestorben und konnte mir den nicht retten, und dann hat sich die Gruppe aufgelöst, weil die Leute nicht mitgelaufen sind. Keine Ahnung, seitdem mache ich das jetzt ungern, ne? Das Kartexy übernimmt keine Haftung für Verluste von Extremitäten während der Vorführung. Target you, sagt er. Versuch diesmal den einen wieder in das Ding reinzuziehen. Warte mal, ich kann ein bisschen Convoke Action machen. Oh fuck it. Das Schmettern, ne? Wir haben die Lösung. Seht, wie mein Assistent diesen Centurio der Bastion auf maximale Zerstörung einstellt. Run. Mit so einfacher Steuerung. Könnte das sogar ein Gräber? Erwacht! Target you. Zerstöre alle! Schwachkopf! Schaltet es aus! Es ist nicht zu steuern! Vielen Dank! Damit wäre unsere Vorführung beendet! Läutert euch durch Vernichtung! Derjenige, der Soak muss, kann da jetzt einfach reingehen. Wer hat denn den Soak? Die Axt gehört mir. Die dachten, variable Dimensionszylinder würden mich abhalten. Armselig. Target you. Na bitte. Komm zu Mama. Oh oh, der Fluch ist echt. Alle Reichen! Watch in Blut ertrinken! Oh fuck, der Boss ist gespawnt. Shit, ich wollte gerade noch Stacks holen. Target change. Da wäre fast der Heiler verdreckt, vernascht worden hier. Run. Ihr fallt meiner Keep Klinge moving. Zum Opfer! Was ist schiefgegangen? Oder was? Fuck, was? Ach, ich bin ja in dem Kack-Root drin, ne? Ja,
Ja, optimal wäre gewesen, wenn er da hinten drin gestorben wäre. Aber gut, jetzt ist der ein Ticken raus. Auch nicht so wild, ehrlich gesagt. Ihr fallt meiner Klinge zum Opfer! Target change. Schnell die Leute raushauen, dass die da nicht die ganzen Stacks kriegen, ne? Sonst sind sie ein bisschen eklig. Wenn ich eine Convoke mit 20 Stacks rein habe, dann wäre schon nice. So, jetzt trinken wir nochmal einen Schluck. Naja, was davon übrig ist. Nichts leichter als das. Muss den Match da auch noch mit 6 Chars machen. Ich habe jetzt 20, habe ich ja in diesem Ursprungsevent quasi gemacht. Und jetzt habe ich halt nur 16 für die 36, aber die mache ich jetzt irgendwann die Wochen. Ich bin ja jetzt letzte Woche endlich mit Torgas durch, ne? Und jetzt werde ich wahrscheinlich die nächste Woche mal anfangen mit dem Mage Tower oder so. Mal gucken. Dann machen wir die so nach und nach durch, die Mage Tower Dinger. Ich bin gerade überlegen, ob ich den Dicken von da oben runterpullen kann, ob das Sinn macht. Wahrscheinlich ja, ne? Ja, hier tut der Hunter eigentlich wenig bis gar nichts runterdispeln. Ich pull den runter. Glaube ich, angenehmer tatsächlich. Ach komm, bitte mit jetzt einfach nur. Dann hast du hier nämlich ein bisschen mehr Platz, wisst ihr, was ich meine? Sonst spiele ich nicht mal oben. Für mich als Tank ist es fein, ich kann mich in eine Ecke stellen, aber da sind irgendwann so viele Orbs, dass die DDs immer Probleme kriegen. Deswegen dachte ich, ich bin jetzt mal social hier. Zieh den ein bisschen runter. Ich hab bloß Angst, dass ich hier irgendwie in die Ecke reingebackt werde und dann der Mob resettet oder so. Also hier ist es noch nicht vorgekommen, aber in anderen Instanzen, wenn du irgendwie komisch genockt wirst... Alter. Ich LOS jetzt den Heiler bald auch. Kann mal raus aus der Scheiße. Wir müssen halt gucken, dass wir die Putz da hinten nicht pullen. Eigentlich hätte ich den jetzt weitergezogen und dann drin schon mal was rausgepullt. Ja. Ein Freund hier könnte uns helfen, die Signatur von So zu bekommen. So, hilf mir doch jemand! Das ist ein Desaster! Halt! Wer ist das? Wo ist Basil? Da sind zu viele Orbs. Holy moly, jetzt wurde ich hier ein bisschen wegbetäubt, aber zumindest haben wir den einen noch gekriegt. Eigentlich wollte ich jetzt hier gerade Inka ziehen, aber... Nur die alle? Komm, die kriegen wir alle. Wurde gechickent. Interrupt. Fuck, ich komme da nicht raus. Alter! Wie oft werde ich denn hier betäubt? Das kann ich mir doch nicht erzählen. Mache ich irgendwas falsch? Ich bin in dem anderen Ding Boah, zum Glück ist er gerade gestorben. Ich bin nur noch betäubt. Was kann ich denn machen, dass ich nicht die ganze Zeit diesen Chicken-Scheiß abkrieg? Sehr richtig nervig. Ich weiß nicht, was das war. Bestimmt kann man das irgendwie verhindern.
will den extra hier ranpullen, dass wir den Dings noch haben. AOE incoming. Da müssen wir raus. Stat. Halt blöderweise in der Mitte hier ein bisschen Shit, weil nicht alle mitgesaugt haben. Special coming. AOE incoming. Der hat auch das in der Melee-Range weggeholt. Ah, da hinten haben wir noch eins. Ich weiß nicht, ob man derweil noch hitten kann, während das Ding ist. Jo, ich wünsche dir auch eine gute Nacht, ne? Schlaf gut. Gut, jetzt haben wir hier noch ein paar Einschläge, aber scheiß drauf. Tun wir einfach den Boss weghauen. Stark. Also irgendwie diese Mobs hier drin können nicht sonderlich viel, außer halt abfucken. Warte mal, ich kann eigentlich Inkel ziehen, weil jetzt kommt dann eh das Story-Event. Ich denke mal, wir können durchziehen. AOE incoming. Warum macht der Hunter das Ding? Oder Boss hat 4%? Na gut, die Inka war jetzt ein bisschen wasted, ne? Aber kommt ja hier nicht mehr viel. So, jetzt schauen wir mal, ob das einer drauf hat. Trash haben wir. Ich weiß gar nicht, ob wir viel overcapped haben. Dutzende auf dem Boden. So, unsere Freundschaft macht solche Formalitäten sicher unnötig. Gar kein Problem. Aus meinen Augen. Straßengesetz. Nachdem ich hier das eine oder andere viele Türen führen zum Erfolg. Ich habe Freunde in der Nähe, die helfen können. Irgendwer auf diesem Markt muss haben, was wir wollen. Einer mit dem gequatscht. Dann jetzt. Okay, der Heiler hat's. Der weiß, was er tut. Ich lauf dem mal ein bisschen nach, dass wir hier... Bis zur nächsten Transaktion. Okay, der hat schon mal richtig gespielt. Ich weiß nicht, ob es da auch eine Wiegau oder irgendwas gibt, ne? Ist auf jeden Fall am Speeden. Kann ich euch mit meinen Waren in Versuchung bringen? Ihr habt ein Schnäppchen gemacht. Gut gefeilscht. Alle Waren und Dienste erhältlich. Macht das schon ganz gut hier. Kann ihr eine Wiegauer posten? Ja, mach das mal. Das wäre ganz gut. Also ich glaube, hier als Tank soll die es eh nicht machen, weil ich glaube, du kannst keine Fähigkeiten mehr usen. Genießt euren Aufenthalt. Aber es als Backup zu haben, wäre natürlich nicht schlecht. Manchmal hast du so Gruppen, wo es dann keiner machen kann oder weiß, was er tut. Ich weiß zwar prinzipiell, was ich machen muss, aber ich weiß halt nicht, welcher Stand steht, ne? Und dann brauchst du halt unnötig lang tatsächlich. Okay, die muss ich mir nachher mal anschauen, die Vigora, die gepostet. Oh, warte mal, ich muss noch die Gitarre nehmen. Bitte eine Runde Applaus für unsere nächste Musikvorstellung. Eine Runde Applaus hier. Warte mal, ich habe mir das hier auf... Wo habe ich denn das aufgebindet? Ah ja, hier, weil das zu klicken ist halt übelster Rotz, dann brauchst du halt voll lang. Runter von der Bühne! Defensive. Ja, Defensive. Auch. Interrupt. Ah, raus aus unserem Club! Na komm, Inka ziehe ich jetzt hierfür nicht mehr, das rentiert sie nicht. Für die nächsten ziehen wir Inka. Ach,
Ach, der sagt dir den Namen vom Händler und zeigt sie auf der Karte an. Das ist natürlich praktisch. Besten wäre es noch, wenn er den auch noch markt oder so mit einem... Ganz ruhig, Leute! Wir sind ein anständiges Etablissement. Bin ich fast runtergeflogen hier. Knapp. Anständiges Etablissement. So, so. Ich habe eigentlich nach einem Unanständigen gesucht. Defensive. Dann ziehen wir mal Inka rein hier. Voll der Geiz. Ah, raus aus unserem Club! Defensive. Konfisziert ihre Instrumente. Ich frage mich, ob die Mobs hier quasi als Trash oder als Boss zählen, ne, von Prozenten, was erhöht wird. Konfisziert ihre Instrumente. Ich glaube, das ist hier noch, das gehört zum Boss dazu. Ihr wollt nicht, dass ich eingreife. Haben wir denn jetzt noch 12 Minuten? Also, ich glaube, mal einen normalen getimten Key müssten wir easy schaffen. Jetzt halt eigentlich nur noch den Boss und Endboss. Ah. 5 hätten wir jetzt noch. Ah, Double Chest wird wahrscheinlich nichts mehr. Defensive. Spread. In dieser Stadt spielt ihr nie wieder. Shockwave. Stunde. Wo hilft denn hin? Interrupt. Da war es, nach vorne. Muss gerade echt gucken, wo die Shockwave ist. Defensive. Weil viel Leben hat er nicht, ne? Weiß ich nicht, wenn wir den jetzt nur umhauen, rauflaufen, vielleicht nur 3 Minuten. Könnte ausgehen, wenn wir echt schnell sind. Interrupt. Spread. In dieser Stadt spielt ihr nie wieder. Schluss mit lustig! Stoppt die Vorstellung! Es gibt kein Publikum. Ah, er hat ein Gate hochgestellt, ne? Das wäre natürlich clever gewesen, das zu usen. Das wäre natürlich clever gewesen. Vorstellung gesehen habe. Noch eine überlebt mein Laden wohl nicht. Verzeiht, Amüser. Na gut, 3 Minuten könnte eigentlich schon gehen. Wir haben halt leider noch kein HT dann ready. Die hinterhältigen Händel von Kartell So sind mir nicht entgangen. Meine Unterschrift ist euer. Vertraut mir. Wenn ihr nie wieder Zerstörung in meine Oase bringt. Nie wieder. Was macht der Hunter? Ah, okay, ist da. Alderleen. Na, EP-Event hast du noch. Dachte gerade, er ist an der Tür stehen geblieben. Oh, ich könnte noch potten, ne? Leid. Und Macht. Vergesse mal, was ich meinen Pott noch ziehen kann. Kasavesh hinausreisen. Aber eure Reise endet hier. Sterbt, Feinde des Kartells, so! Na, weiß ich nicht, ob... Wenn wir Glück haben, reicht's. Wenn die Dinger gut kommen. Ah, fuck, ich hab meine Convoke verkackt. Gefettfingert. Ich wollte Convoke ziehen und hab sie instant abgebrochen. Jeder Kreis hat seine Mitte. Wir müssen einmal hier zu Kreis. Hallo? Ich war genau drin gestanden, das kannst du mir nicht erzählen. Hast du das gesehen? Ist man in der Jeder Kreis hat seine Mitte. Interrupt one. Zeit, wo der Gegner nicht ist. Ach, genau das Falsche. Warte mal, ich kann da das benutzen. Interrupt two. Die Leute müssen interrupten. Was macht der Hunter da? Holy moly, ich glaube, der Hunter checkt das Game nicht so ganz. Dass er mit den Dingern hier rüber kann, oder? Wir müssen zu Viereck. Na, ich glaube, das wird nichts mehr mit Double. Leider zu langsam. Wir müssen einmal.
Ah, fuck, habe ich mich genau reingeportet. Das war natürlich jetzt eher so suboptimal. Eure Fähigkeiten sind... Einer hat einen Disconnect. Perfekt. Jeder Kreis Run. Hat seine Mitte. Viereck müssen wir uns porten. Na, schade. Aber egal. Danke dir fürs Followen. Interrupt 1. Von außerhalb ihrer Reichweite zu. Interrupt 2. Brauchen noch ein Inter... Okay. Ja, ich hab's gesehen, dass der DH einen DC hat. Vielleicht hätte es mit ihm gereicht, ne? Lädt die Niederlage ein. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt damagen kann, wenn man auf der anderen Seite ist. Der Kreis hat seine Mitte. Okay, wir müssen zum... Einfach zum Viereck rein, wenn es hier hinten ist. Naja, jetzt. Jeder Run. Kreis hat seine Mitte. Ach, durch die Wand kann... Ich weiß nicht, ich bin ja kein Range. Komm, stirb jetzt einfach. Kommt mich da jetzt nicht mehr weg. Naja, schade, aber hätte er vielleicht noch Double werden können, aber ganz normal 36 Punkte, das war jetzt nicht schlecht. Komm, jetzt noch Handschuhe. Nice, ich habe einfach Handschuhe drin. Nice, endlich. Endlich. Sehr schön. Jetzt kann ich diese Kackhandschuhe austauschen und da ein Set drauf machen. Ja, sehr schön, das freut mich jetzt richtig, ich sag's euch. Doch noch Handschuhe bekommen. Jetzt kann ich nämlich endlich, hier mein Tier auf die Handschuhe machen über einen Katalysator und dann bei der Hose wieder die gute Hose anziehen, muss nicht mit der LFR-Hose spielen und hier habe ich eh schon einen Max-Level-Item mit guten Stats, ne? Also das ist jetzt perfekt, das kann ich mein Gear gut verbessern. Wunderbar. Wunderbar. Jo, danke euch.